Hallihallo, weiter geht es, Leute. Beim letzten Mal habt ihr mich ja gesehen, da war es Herbst gewesen. Mittlerweile haben wir Sommer, bzw. Frühling, und der ist auch schon bald rum. Meine Landwirtin arbeitet noch, zum Glück. Und Technologie hatte ich jetzt auch irgendwas freigeschalten. Ich weiß nicht was. Ach ja, das Gänsehaus habe ich jetzt freigeschalten. Ehrlich gesagt, das werde ich mir nicht bauen, das brauche ich aktuell nicht. Und mein Ziel ist es jetzt hier erstmal auf die nächste Jagdhütte zu gehen, weil ich brauche einfach mehr Sachen. Und eine Fertigkeit habe ich noch freigeschalten. Ja, der hat schon wieder Durst. Ich würde sagen, ich würde hier mal einen Punkt einsetzen. Ach, ich mache gleich hier, komm, doppelte Punkte, dann kriege ich mehr raus. So, in meinem Inventar, wo ist denn mein Gaul? Ich zeige euch dann, ich gehe jetzt erstmal. Ach, da oben ist er. Hat er sich versteckt hier hinter dem. So, ach nee. So, was ich ja euch sagen wollte, ich gehe mal hier zu dem Esenstall, weil den werde ich jetzt definitiv abreißen. Hier wächst, hier läuft kein Wild mehr rum. Und deswegen reise ich jetzt erstmal spontan mit dem richtigen Werkzeug die Hütte ab, weil, ich erkläre es euch auch kurz, auf der Map waren ja hier, wo ich mich jetzt befinde, ich bin ja immer hierher gelaufen von Piastovia, und da waren hier immer Hirsche und, glaube ich, gewesen. So, hier spawnt jetzt gar nichts mehr. Ich denke, das liegt daran, weil der Eselstall hier ist. Deswegen, der Eselstall, sag ich schon, der Hühnerstall. Ich rupfe den jetzt komplett ab. Das ist mir sowas von egal. Ein bisschen was von dem Material bekomme ich zurück. Dank meiner Fähigkeit. Na, da oben noch. Naja, der ist so blöd, hier das Dach zu treffen. So, und jetzt will ich mal abwarten, ob hier ein Spawnpunkt wieder entsteht. Das heißt, ich werde jetzt mal nach Piastovia reisen und schauen, ob dann irgendwann hier wieder ein Hirsch auftaucht. So wie zu dem Thema mal. Ich reise jetzt erst einmal dorthin. Und komischerweise ist mir auch aufgefallen, da drüben, wo die Felder sind, da waren ja Wölfe. Oder waren die da? Ich weiß gar nicht. Die sind auch verschwunden. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass immer, wenn ich was baue, dann da nichts mehr spawnt. So könnte man sich eigentlich lästige Wölfe und so weiter vom Hals halten. Ja, ich glaube, das werde ich dann auch für die Zukunft mir mal so angewöhnen. Wenn ich denke, ich will irgendwo was bauen, dann nehme ich einfach, dann baue ich einen Zaun hin oder irgendwas. Denn ich brauche jetzt erstmal Geld. Ja, ist in Ordnung. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt gerade sagst, aber wir gehen jetzt erstmal rein verkaufen. Von der Zeit her müsste eigentlich auch gehen. Ja, und da muss ich mir mal ein bisschen was überlegen. Bei mir hinten. Ich glaube, ich brauche mehr Häuser, allerdings fressen mich dann die Steuern auf. Und das möchte ich eigentlich verhindern. Weil ich habe ja hier gesagt, die Spieleinstellungen habe ich nicht verändert. Das heißt, meine Steuern, alles ist gleich geblieben. Gebäudelimit, Vergiftungen, der ganze Spaß, ich habe hier nichts verändert. Und eventuell, aber nur eventuell, werde ich die Rate verändern, die Steuerrate. Aber nur eventuell. So. Na du? Achso, Entschuldigung, ich wollte jetzt gar nicht mit dir reden. Ich würde gerne hier meine Sichel verkaufen. Na, wie geht's dir? Mein Beileid, das war wieder die Flasche, immer dasselbe. So, und zwar hatte ich mir hier nämlich Bronzesicheln gebaut. Die sind für mich jetzt eigentlich einfach herzustellen. Achso, die hat meinen Gaul natürlich einstecken. Ich bin lustig. Geh mal her, du, zu mir. Ja? Der kommt vor dem Haus da oben. Junge, wo treibst denn du dich rum? Komm mal her. Komm. Ja, genau. Hat er sich gefreut, der Esel, ne? So. Geh mal her, ich habe da nämlich ein Kupfermesser gebaut und Beltschuhe, weil ihr wisst ja, die geben Kohle. Also, die Kupfermesser würde ich dann an ihr verkaufen. So, ich frage sie mal, ob es Händlerin gefällt, als Händlerin. Und dann würde ich hier
die Kupfermesser verkaufen. Oh, die geben nur 78. Boah, das ist aber wenig Geld. Weil, mich endet hier, was mal, ich zeige euch mal was. Denn in der Technologie der Schmiede steht hier für Kupfermesser, die sind 130 wert. Ist es jetzt Maximumbetrag oder? Ja, es ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich hier Kupfermesser hergestellt habe. Gut, das nützt alles nichts. Ich brauche die Kohle. Und nee, noch was, du bist mir zu teuer. Dann gehe ich zu ihr. Na du, wie geht's denn deinem Mann? Immer dasselbe. So. Ich verkaufe hier wieder meine Pelzschuhe, die ich hergestellt habe, 12 Stück. Die geben wenigstens 108. Da bin ich zufrieden. Und das sind wieder 1080. So. Jetzt habe ich wieder genug Kohle, um zumindest für später meine Steuern zu zahlen. Die stehen jetzt ja da. Ich müsste mir hier ausrechnen. Ehrlich gesagt, hier da pro Haus 5 Steuern. Und ich muss mir mal abgewöhnen, immer eine Frau und einen Mann hier in eine Wohnung zu ziehen. Na, jetzt die Blut. Wie geht's dir denn heute? Ja, die müssen immer noch arbeiten. Tschüss. So, zwischendurch habe ich ein paar Quests gemacht. Ich glaube, das will ich euch gar nicht vorenthalten. Und zwar ist das hier, diese Erledigten. Ein Herz für Steine habe ich gemacht. Da musste ich Steine abliefern. Die Nachbarnverschiedenheit habe ich euch da mitgenommen. Meinungsverschiedenheit ist geklärt. Dann habe ich faule Äpfel gemacht. Wenn ihr da Näheres wissen wollt, sprecht mich ruhig darauf an, dann kann ich euch sagen, wie das Ganze abläuft. Aber ihr seht ja eigentlich schon, was zu tun ist, letztendlich für diese Quest, die man hier erledigen muss. Steht eigentlich alles da. Gut, in der Folge würde ich jetzt mit euch ein bisschen Planung betreiben. Ich wollte noch schnell schauen, wie viel Kohle ich habe. Wo steht das hier oben? 1400. Denn ich werde eine Landwirtin brauchen oder ein Landwirt. Und da wohnt jetzt bald Ima. Das soll meine Frau werden. Die habe ich ein bisschen hochgelevelt, also ein bisschen mit ihr geflirtet. Ich glaube, wir sind jetzt dabei bei 50%. Und ja, ich reite da mal hin. Jetzt möchte ich als erstes mal auf der Map überprüfen. Okay, wahrscheinlich muss ich dann die Jahreszeit abwarten, ob da hinten was spawnt. Aber ich reite trotzdem mit euch jetzt da mal hin. Ich weiß, es ist für euch mega langweilig. Was schimpft denn der hier? Der verbraucht Energie, weil ich reite? Hä? Ne, das macht ja nichts. Soll ich einen Hasen überfahren? Gut, ich denke mal in der nächsten Zeit oder bei der nächsten Jahreszeit wird hier was spawnen. Dann ist da hinten gerade meine Landwirtin aufgeploppt. Ich hoffe, die schafft es jetzt alles noch im Frühling abzuernten und zu düngen. Ich schaue mal hin. Jo, der schaut gut aus. Unbesät. Das wird sie mir gleich wieder anpflanzen. Wenn nicht, mache ich das noch. Beziehungsweise, das war jetzt Roggen. Roggen wird im Herbst angepflanzt. Okay. Gut, also Kohle habe ich jetzt gemacht. Ich denke, ich werde bei dem Pelzen bleiben. Dann habe ich hier noch was gebaut. Komm, ich steige mal ab. Ist besser. Und zwar habe ich mir jetzt hier mal ein Licht noch hingestellt und ein kleines Mondfeld angebaut, weil die Leute, die laufen immer zwischen den Häusern durch. Die werde ich sowieso früher oder später abreißen wieder. Und was habe ich noch gemacht? Ja, da mein Apfelbaum, Leute. Der Apfelbaum. Wenn ich da mal auf die Plantage gehe, da steht, der ist hier, weil der Feldschuppen zu weit weg ist. Das heißt, es gibt eine Begrenzung, wie weit der Feldschuppen entfernt sein darf, damit der Baum richtig wächst. Ich meine, der wächst, aber das braucht ewig, habe ich den Eindruck. So viel da dazu. Dann mein Lager habe ich noch ein bisschen ausgeräumt. Ich habe Sachen raus, die es nicht gebraucht hat, weil ich habe schon wieder 940 Kilo hier drin. Das heißt, ich muss auslagern. Stroh wird mir zu viel produziert. Roggen habe ich ohne Ende. Das muss eigentlich alles weg. Haferkorn. Gut, da kann ich jetzt... Ja, was ist denn mit dir?
Ich könnte jetzt Roggenkorn noch schnell machen und ein bisschen Tierfutter herstellen und Tierfutter verkaufen. Da würde ich tatsächlich schnell nochmal in die Technologie gehen bei der Landwirtschaft. Und da steht, also ich würde 1 für 14, gehen wir jetzt davon aus 7, bekommen und das ist eigentlich recht billig herzustellen. So könnte ich auch noch ein bisschen Geld machen. Gut, aber ich möchte heute eigentlich, Moment, ich muss noch was einstellen in der Verwaltung. Ganz kurz, und zwar in meinem... Was schimpft denn du? Ich kann nicht reden und dir zuhören. Ich bin nicht, kann das nicht. Hier. Unter Gewinnung, Grabung, Schuppen lasse ich momentan 2 Leute arbeiten. Stein nehme ich jetzt mal komplett raus. Das brauche ich nicht. Ich soll mir hier mal bewusst mehr Kalkstein... Also ich mache mal 50% Kupfer und 50% Kalkstein herstellen, damit ich die Häuser mal verputzen kann. Kann ich das jetzt eigentlich schon? Muss ich das kaufen? Den Skill. Wo war denn das hier? Warte mal. Ne, das war hier. Ne, das war mit dem Hammer, gell? Mit dem Hammer. Verputzen. Genau, ich kann also mit dem Hammer schon verputzen. Und würde dann die Steinhäuser ein bisschen verstärken wollen. Allerdings gefällt mir jetzt mittlerweile mein Dorfaufbau gar nicht mehr so sehr. Ich habe zwar hier Handwerksbetriebe, aber das sind lauter so alte Holzhütten und bis ich da eine zweite bekomme, dauert. Hier habe ich mal die Produktion umgestellt auf 75% Fleisch. Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass Kupfer zu teuer ist, deswegen geht mein Fleisch jetzt wieder runter und Pelz und Leder. Ich denke mal, ich brauche mehr Pelz wie Leder. Und hier hatte ich auch noch was gelesen, wenn sich die Jagdhütte da in der Nähe von Wild befindet, also ihr seht ja, ich bin jetzt hier unten und da ist gar nichts, da habe ich ein paar Vögel, ein paar Dachse, das heißt, ich muss auch mein Jagdgebiet woanders hinstellen, entweder hier, ich weiß nicht, was du sprichst, entweder ich baue es hier hin, wo da die Hirsche hoffentlich wieder kommen. Oder ich gehe dann auf die Seite darüber, da habe ich zumindest Hasen, Wildschweine und würde das dann vielleicht hier irgendwo in der Nähe aufbauen. Gut. So viel dazu. Dann, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich werde hier nur Beeren sammeln. Auch wenn jetzt die Jahreszeit nicht ist. Den Rest mache ich ein bisschen. Und das will ich eigentlich gar nicht machen. Lieber Gänseblümchen. Einfach weil die Beeren dann mehr Dünger geben. Ich kann dann auch größere Felder anbauen. So, jetzt muss ich mal meine Hübsche suchen. Die ist Jägerin. Nein, ist... Doch, hier ist er doch. Hallo. Na du? Ihr seht es schon, 56, die schaut hier natürlich in dem Jägerkostüm. Müssen wir nicht so hinschauen? Ach, die hat jetzt momentan kein Interesse. Na gut, weil ich erst vorhin mit ihr geflirtet habe. Zu viel flirten ist auch nicht gesund, ne? Gut. Was spricht denn der? Das muss ich mal ein wenig lauter machen. Jetzt ist er still, ne? Du möchtest mal etwas. Was? Hä? Friert der? Nee. Der ist dreckig. Ach, der hat nichts zu essen. Der hat bei mir da unten volle Anzeige. Ui, was ist denn das? Was ist denn das für ein blöder Bock? Ich denke schon, was labert denn der für Müll? Nehmen wir mal die 5 Äpfel. Was muss denn noch weg? Das Fleisch muss noch weg. Ja, du kriegst von mir, Junge, du kriegst. Ja, das ist ja bescheuert. Wieso ist die Anzeige jetzt hier falsch? So, erst einmal. Ah, jetzt bin ich vergiftet. Ah, noch. Ach, du grüne Neune. Warte mal. Johanneskraut. Oh, Mann. Das geht nämlich auch noch von meinem Leben weg. Alter, Mensch.
Immer noch vergiftet? Jetzt, weil ich wieder einen Kohl gefressen hab. Gegessen hab. Entschuldigung. Schau mal oben mein Leben, wie das runtergeht hier. 98, 97, 96. Aber mich ärgert das jetzt gerade echt tierisch, dass hier. Ich muss. Ich brauche mehr Fleisch, Leute. Die Leute haben nichts zu essen. Shouldn't have eaten that. Oh. Wieso ist die Anzeige da? Pass mal auf, ich muss, glaube ich, mal. Die Giftanzeige geht. Ach, jetzt wird auch Essen richtig angezeigt. Ich habe trotzdem nichts zu essen. Also hilft alles nichts. Ich brauche eine zweite Jagdhütte. Oder die sind einfach nur zu faul. Ich stelle mal auf 100% Fleisch um, ja. Das mache ich mal schnell. Ich meine, Material müssten sie eigentlich genug haben. So, machen wir mal Fleisch. Werkzeug haben sie 15, das heißt, demnächst muss ich wieder ein Messer machen. Okay. Ich muss kurz was überlegen, genau. Ich würde hier in diesem Bereich jetzt da keine Wohnhäuser mehr bauen, sondern die Hanglage bietet sich direkt an als Hopfenfeld. Deswegen würde ich mir hier eine Plantage bauen wollen. Jetzt muss ich mal schauen. Hier kann Hopfen angebaut werden und hier können Obstbäume angebaut werden. Ich sage immer M, gell? Aber der Wind geht hier garstig. Aber ich glaube, wenn wir hier... Ich mache erstmal einen Weg. Nee, ich pflanze mal hier... Ich mache mal eine Plantage und die würde ich dann, wenn da der Weg rüber geht, hier ansetzen. Ah, das ist auch wieder so ganz komisch. Und da ist ein Stein, den würde ich gern behalten, obwohl das eigentlich egal ist. Komm, ich gehe mal darüber und darüber sind so zwei Stück. Wie viel bringt noch Reihe? 3, 4, 5, okay. Das wäre jetzt zu weit. 1, 2, leer. 1, 2. Okay, machen wir mal hier. Machen wir hier mal so eine Plantage. Und da würde ich gern Hopfen anbauen. Das mache ich aber nicht. Jetzt lasse ich meine Handwirtin machen. Wo ist denn jetzt Hopfen? Was kann ich denn da anbauen? Wie sage ich es meinem Kinde? Da kann ich gar nichts machen. Kostet 9,6 Steuern. Wieso kann ich hier nichts machen? Weil ich erst roden muss, das Feld. Okay. Ich bin schon wieder schmutzig. Und hab Hunger. Leute, ich mache mal kurz offline. Ich gehe ein bisschen jagen. Ich brauche Fleisch. Dazu muss ich mein Inventar wahrscheinlich mal kurz... Leere noch, ja genau. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen jagen und melde mich gleich wieder. Seltsame Folge. So, ich nehme euch nochmal schnell mit. Ich brate mir hier geschwind ein bisschen Fleisch, 42 Stück. Kann es nämlich sein, dass ich jetzt, während ich das nicht aufnehme, nach Hause teleportiert werde und es ist Sommer. Wollte ich euch nochmal zeigen. Und da muss ich hier noch ein paar Pfeile einsammeln. Bis gleich. Neues Gebäude freigeschalten. Ich habe mir schnell mal mit der Spitzhacke auf den Felsen hier geklopft. Hat mir 4 Steine gebracht. Ganz toll. Mir gefällt das hier oben eigentlich ganz gut. Deswegen glaube ich, dass ich hier oben auch was bauen werde. Von der Vegetation. Ich meine, wo lebe ich denn eigentlich? Ich lebe hier. Okay, dann weiß ich nicht, was ich da hinbauen werde. Aber ich sehe gerade diesen Wagen hier drin. Ach, schaut da mal hin, Leute. Ach, die Eisenbahn, weil ich das gerade sehe. Da muss ich euch noch was zeigen. Ich habe eine Eisenarmbrust gefunden. Ja, ihr hört richtig. Eine Eisenarmbrust. Und zwar
war das, ich glaube, hier oben, auf diesem Gebäude, ganz oben auf dem Dach, wo man nur schwer rankommt. Ich werde bei Gelegenheit mal dahin reisen und euch das zeigen. Ich habe noch wenig Bolzen, aber ey, schaut euch das mal an. Boah, ist das krass. Boah, ist das krass. Was kann ich denn hier herbauen? Ich würde jetzt schon fast sagen, ich werde die Bäume hier abreißen. Ich glaube, wenn ich jetzt da runtergehe, bin ich tot, ne? Könnte hier eine Obstplantage herbauen. Eine Obstplantage mit ja, da muss ich erst aufräumen. Ich baue hier eine Obstplantage hin, Leute. Die man dann hier sieht. Und ich glaube, die Bäume, zumindest den fetten Baum da würde ich lassen. Den nehme ich mal mit. Ich muss so viel arbeiten, weil ich meine Zeit so lange eingestellt habe. Gut. Ich glaube, ich sammle jetzt hier mal alles auf. Und dann werde ich hier noch eine Plantage erstellen. In dem Moment natürlich nicht mehr. Ah, verdammt, die habe ich vergessen. Oh, die habe ich vergessen. So. Verdammt, die habe ich vergessen. Was habe ich jetzt freigeschaltet? Materiallager 2. Was kann ich noch machen? Eigentlich nichts weiter, ne? Nur, dass ich andere Türen, Feuerschein, 500. Da brauche ich Leinengarn. Gut, das ist jetzt kein Thema mehr. Holzfenster, die schauen, wie teuer das alles ist hier. Strohhimmel, da, damit würde ich die oh, 800 für ein Holz zahlen. Fünfmal Ton. Aber die stehende Feuerschale würde mich echt persönlich interessieren. Ich schaue mal, was das Materiallager mich hier so kostet. Und nee, ich wollte eigentlich auf die Map, um zu schauen, ob jetzt hier. Seht ihr das? Seht ihr das? Hier? Jetzt habe ich den Hirsch wieder. Der war vorher gar nicht mehr da. Und ich habe jetzt, ich markiere mir den mal. Denn ich habe nämlich was gelesen. Und zwar muss man mindestens 80 bis 100 Schritte oder Meter davon entfernt sein. Wenn ich jetzt mal hier den letzten Zaun anschaue, dann bin ich hier bei 77 Meter. Also das heißt, 77, 75 Meter brauche ich Mindestabstand, um hier jagen zu können. Also würde ich doch tatsächlich schnell mal darüber gehen. Ach, die ist kalt? Was haben wir denn jetzt? Wir haben doch Sommer. Was? Ach, die ist heiß. Er sagt doch gleich, dass die heiß ist. Tatsächlich, ich nehme das mal runter. Und wie viel macht das aus? Ich muss einen Strohhut aufsetzen, Leute. Das ist jetzt mal egal. Ich ziehe jetzt mal noch die... Ja, ja, bleib locker, bleib locker. Du wirst jetzt barfuß rumlaufen. Ich brauche echt mal einen Strohhut, ne? Ich hoffe, jetzt laufe ich mir kein Kieselstein rein. Oh, du hast nichts zu tun? Oder bist du? Nee. Na du? Wie geht's dir denn? Ah, du bist verheiratet. Mensch, 47%. Pass mal auf, du kannst mir mal helfen. Ne, du musst da hinten eigentlich das Feld abernten. Ja, es ist gleich. Oh Gott, ach, schaut es nicht toll aus, wenn die Felder alle
alle ja, bewachsen sind. Ich glaube, ich werde das eine oder andere Deko-Feld noch machen. Der verbrennt sich garantiert gerade die Füße. Sieht man das? Ich muss nur schnell hier einen Hut aufsetzen. Ich glaube, der hilft mir bei der Kühlung. Das war noch nicht so. War 37 Grad. Aber ich bin jetzt hier drin. Um Gottes Willen. Ich lege das mal ab. Ich lege die Pelzschuhe ab. Die Schlauchmütze. Wo habe ich denn? Wo habe ich denn mein ganzes Zeug hin, Leute? Mein Kollege schwitzt hier. ja, 10 Holzstämme. Stellen wir alles raus hier. Eisenbahn schmeiße ich auch mit raus. Und dann werde ich hier. Ja, Mist, das geht schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich meine Kleidung hin habe. Mein Strohhut. Verdammt. Oh Gottchen, wo habe ich denn jetzt wieder meinen. Hey, Mohn ist gewachsen. So schaut er aus. Das ist doch putzig. Wann muss ich den abernten? Zwei Stück, das ist da. Wann muss der geerntet werden? Wenn er gelb ist, okay. Was ist denn das Zeichen da unten jetzt? Das heißt, ich schwitze zu sehr, oder? Kann das sein? Ja, der Balken geht nach oben. Da habe ich meinen Strohhut, den würde ich direkt aufsetzen. Oh, jetzt lege ich ihn wieder ab. Habe ich eigentlich einfache Schuhe, die würde ich auch noch gerne anziehen. Aber das haben sie aber echt neu umgestellt hier, das mit dieser Hitze. Jetzt bin ich zumindest im normalen Bereich, die Anzeige unten ist auch weg. Ich habe hier wieder Tiere, das wollte ich jetzt unbedingt wissen. Und hier oben... Ich habe einfach eine schlechte Planung, ne Leute, ich habe einfach eine voll mega schlechte Planung. Hier oben... Schau mal, mein Bergarbeiter geht schlecht. Ein Scheunen gleich geht's auch schlecht. Wieso sinkt die Stimmung? Was ist denn jetzt los? Ach, weil die Häuser kaputt gehen, oder was? Ah, kann nicht sein. Okay, das verstehe ich, Leute. Gut. In der Folge, das wird natürlich wieder nichts Produktives. Wir sind bei 27 Minuten. Ich gehe jetzt mal den Hammer rausholen und werde mich mal ein bisschen reparieren. Autsch, da schaut es ja schlimm aus. Ich habe kein Stroh. Doch, habe ich. Was ist jetzt noch kaputt gewesen? Hey, ich habe Äpfel! Sind die schon fertig? Da gehe ich gleich mal vorbei. Da hinten sehe ich noch was Rotes. Die Jagdhütte. Ah, oh, das ist nicht gut. Die Jagdhütte muss fit bleiben. Ach, schade mir hin da. Verzeih, dass ich da mal besseres Material verwende. Ich sollte ein paar Verwandte hier bringen, vielleicht besser mit. Ja, ich kann dir gern welche holen, Junge. Nochmal kurz was überprüfen. Ach so, ja, da wollte ich noch was nachschauen. Und zwar, ne, das war hier mit dem Lichtkonzept. Wann kann ich denn diese Beleuchtung freischalten? Bei 5000. 5000 erst. Okay, dann muss ich warten. Na gut, ich muss kurz was schauen, ob ich Hopfen habe. Oh, die haben schon wieder Durst. Die Leute, muss ich jetzt wieder mal Wasser auffüllen. Vielleicht baue ich auch mal einen Brunnen und stelle jemand ein. Ich glaube, das ist am einfachsten. Und dann werde ich das hier noch rausnehmen, weil wir das zu Garn spinnen. Dann habe ich was zu tun. 47 Holzstein und Teller, da muss ich wieder essen. Da habe ich genug, da habe ich genug, da habe ich genug.
Okay, Leute, das würde ich sagen, war es in der Folge. Ich nehme mir trotzdem mal, nee, es soll ein Hopfenfeld werden, aber ich würde gerne noch auch mal den Birkenbaum setzen. Den Birnenbaum und ich habe, glaube ich, noch irgendwo einen, oder? Wird im Herbst gern den zur Herstellung für den alkoholischen. Okay, Braukessel habe ich keinen. Einen Kirschbaum habe ich noch. Und einen Pflaumenbaum. Vier Bäume habe ich. Säckchen nehme ich auch mal mit und Dünger. Ein bisschen, falls ich es brauche, ich glaube, für die Plantage brauche ich keinen Dünger. Ach, schaut es euch mal an, Leute, wie mir das gefällt hier mit den Äpfeln. Aber die sind noch nicht reif, ne? Ich bin total unstrukturiert. Total. Na du, wie geht's deinem Bauch? Kannst du dich überhaupt bücken? Anständig magst du das. Schau mal, ganz toll. Ich lob dich mal richtig fett, fest. Ja, ich lege schon Hammer weg. So, was magst du jetzt? Hallo, hier, Weizen, hier. Ach, du wirst gleich düngen. Ah, du bist ein Schatz. Hau drauf, den Dreck. Ich mag das, wenn du arbeitest. Nimmst du den Dünger? Ich habe eigentlich hier Dünger reingelegt. Ach, die nimmt auch hier den Dünger. Sehr gut, sehr gut. Und die legt auch hier das Weizen rein. Sehe ich gerade, wenn die Kiste innen voll ist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, macht die das toll. Ich mag meine Landwirtin. Nur schade, dass die Arme jetzt dann demnächst aufhören muss. Und hier ist Flachs, Leute. Flachs ohne Ende. Jawohl, ja, so gefällt mir das. Aber warte mal, hey, kannst du... Wieso kann ich denen keinen Namen geben? Doch, hier. Du kriegst mal einen Namen. Dummchen, ne? Gut. Alles klar, ich werde jetzt auf jeden Fall Häuser bauen, Leute. Das mache ich alles offline. Und was haben wir hier? Was? Und zwar werde ich hier mein Feld anbauen, hier oben. Das mache ich jetzt alles aber offline, glaube ich. Das, wie man mittlerweile eine Plantage bestellt, seht ihr ja selber oder wisst ihr ja selber. Ich werde hier also erstmal schauen, ob da was rumliegt. Nee. Kann ja nichts mehr rumliegen. Hier wird dann Hopfenplantage entstehen. Und ich denke, das passt ganz gut, weil es auf dem Berg ist. Habe ich da ein viereckiges, ein vierblättriges Kleeblatt? Ja. Gut, ich lenke schon wieder ab. Die Folge ist schon wieder ultra lange und ich sehe gerade, der rotet mir gar nicht alles auf der Plantage. Der macht hier, der lässt hier immer ein bisschen, keine Ahnung, immer ein bisschen was frei. Und der Wind pfeift ohne Ende. Ne, hört ihr das auch so? Also nicht nur im Real Life, sondern auch hier. Gut. Okay. Kann man nichts machen. Alles klar, ihr seht hier den Bauern als Nicht-Bauer. Ich werde mir jetzt hier noch zwei, drei so Felder anlegen, eine Straße hochbauen. Ja, vielleicht mache ich das mit euch in der nächsten Folge. Ich gehe mal Hopfen, Samen besorgen. Kümmere mich erstmal um die Landwirtschaft und werde dann auch ein paar Häuser noch platzieren. Da oben werde ich ausziehen, das gönne ich den Bauern. Und ich werde vielleicht noch einen weiteren Feldschuppen bauen, beziehungsweise einen Landwirt einstellen. In diesem Sinne erst einmal danke fürs Zuschauen und ja, ich zeige euch dann den Fortschritt, beziehungsweise ich werde ein bisschen Planung vornehmen, wie ich denn jetzt anfange, ein bisschen was, jetzt war es ein bisschen unstrukturiert. Gut, wir sehen uns und ich habe auf jeden Fall noch einiges zu tun. Das Materiallager unten werde ich
Wisst ihr was? Ach komm, scheiß drauf auf die Minuten hier. Ich nehme euch nochmal mit. Denn ich will wissen, wenn ich jetzt das Lager da unten baue, was ich dann Material brauche. Und, ob es überhaupt hier unten stehen bleibt. Aber eigentlich wäre ich blöd, wenn ich es wegbaue, ne? Das hat einen Haufen Ressourcen gekostet. Jetzt würde ich da tatsächlich mal herschauen. Gebäude, das war... Nee. Das war Lager. Materiallager 2. Also ihr seht, ich brauche hier, um Gottes Willen... Ah, nicht... Nee, was machst du jetzt hier? Setz mal deinen Hammer wieder auf. So. Dann... Bau mal wieder Lager, Stufe 2. Ach so. Ah, ich sehe gar nicht, was ich brauche an Material. Aber es schaut aus, als wenn ich Bretter brauche. Und ich kann dann mehr lagern. Kann ich das jetzt eigentlich noch drehen auch? Das würde mich jetzt mal interessieren. E und Q. Nee. Also wenn ich das jetzt übernehme, habe ich die Grundstruktur, es würde da stehen bleiben. Wisst ihr was, Leute? Ich übernehme das jetzt einfach mal so. Dann habe ich einfach mehr Platz, oder? Ich brauche Holzstämme. Was braucht er da oben? Holzdach. 6 Bretter. Autsch, 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 autsch. 39 Bretter, die reichen mir nie. Die reichen mir nie. Au weh, au weh. Aber ich habe Holzstämme. Jawohl. Der Grundtenor steht auch schon. Dann würde ich hier nochmal machen. Oh, das ist alles mit Holzstämmen? Oh, 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 oh. Das wird richtig teuer. Da muss ich mal sagen, ihr müsst leider ein bisschen mehr Bretter herstellen und weniger Stöcke. Obwohl ich gerne Stöcke hätte. Ich gehe mal runter auf 10. Ich glaube, Stöcke bekomme ich genug, wenn ich jetzt Birken fälle. Dann bekomme ich genug Stöcke erstmal. Okay, Leute, aber jetzt war es das wirklich hier. Warte mal, ich drehe mich mal wieder zu euch. Ein neuer Tag, ein neuer Splitter. Ja, ich hoffe jetzt die Qualität passt auch einigermaßen. Ich würde mich dann hier einfach mal verabschieden mit... I love you. Hab euch lieb. Tschüss.